Sie waren ja auch beim Spiegel, ne? Ich war 15 Jahre beim Spiegel. Ja, ja. Ich war länger beim Spiegel als Hitler Reichskanzler. So, die Kamera läuft. Ja, Herr Fleisch, als wir von Ihren OFO-Aktivitäten gehört haben, haben Sie uns so einen alten 68er vorgestellt, den Pferdeschwanz und so weiter. Aber Sie schauen sehr seriös aus, Sie sind auch seriös. Und Sie sind Diplom-Übersetzer, wenn ich mich... Dolmetscher, ja. Was bringt einen jungen Dolmetscher dazu, sich für OFOs zu interessieren? Was war der Auslöser für Sie? Hatten Sie ein Schlüsselerlebnis? Haben Sie ein OFO gesichtet oder sowas? Also ich habe ja schon mit 16 angefangen, so, mich in diese journalistische Laufbahn zu bewegen, weil ich es irgendwie immer schade fand, dass wir im Fernsehen immer Sachen vorgesetzt kriegen, die über alle möglichen Sachen berichten, aber eben nicht auch über solche Grenzgebiete. Ja? Und es gibt eben wirklich sehr viele interessante wissenschaftliche Fakten zu diesen Grenzgebieten wie UFOs, von denen wir leider nie was erfahren. Und das hat mich eigentlich, das ist eigentlich der Grund. Ja. Ich finde, das UFO-Thema ist, könnte ein wirklich wichtiges Thema für die Menschheit sein, wenn man sich das mal anschaut, wenn man sich es wirklich mal genau anschaut. Ja. Nicht immer nur die grünen Männchen und so. Ja, ja. Wir grünes Männchen. Aber wieso gerade UFOs? Es gibt ja auch andere ungeklärte Phänomene. Wie sind Sie auf UFOs gekommen? Das Interessante an UFOs ist, an dem UFO-Phänomen ist, dass man es wissenschaftlich untersuchen kann und man kann wissenschaftlich belegen, dass es das UFO-Phänomen gibt, aber man kann es nicht erklären. Und das heißt also, dass es wie so eine Art Türöffner in eine Realität, in der wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es halt nicht nur uns gibt, sondern dass es da noch mehr gibt. Und diese Tatsache könnte das Leben auf unserem Planeten völlig revolutionieren. Wie? Ich meine, ob es einen Gott gibt oder nicht, ändert sich nichts in meinem Leben. Warum sollte mein Leben sich dadurch ändern, dass es UFOs gibt? Es ist die ganze Art und Weise, wie wir unsere Welt begreifen. Ja? Wir als Wissenschaftler oder Wissenschaftler gehen ja von oben nach unten. Die sagen sich, ich habe hier so ein Brötchen und das schneide ich auseinander. Und am Ende habe ich das Brötchenatom und das kann ich noch weiter und so auseinanderschneiden. Und dann glauben wir, dass wir das irgendwie verstanden haben, woraus das Brötchen besteht, woraus die Welt besteht. Ja? Wenn wir aber allerdings die Tatsache mal anerkennen, dass die Erde ja nur ein ganz winzig kleiner Planet ist in diesem riesengroßen Universum, ist die Sichtweise ja genau umgekehrt. Wir sind also hier innen und wir schauen nach außen. Und egal in welche Richtung wir gucken, es tun sich hunderttausende Fragen auf. Ja? Also wir haben das Krümelteilchen und suchen nach dem Brötchen. Oder in Ihrem Fall... Wir sind das Krümelteilchen und suchen nach dem... Aber ja. Was kann sich konkret für mich ändern? Was springt für mich dabei raus, wenn es tatsächlich UFOs gibt? Also diese Objekte zeigen ja Flugmanöver, die nach unseren Naturgesetzen völlig unmöglich sind. Habe ich gestern in meinem Vortrag gezeigt, bei vierfacher Schallgeschwindigkeit mal eben einen rechten Winkel schlagen oder sowas, wie es auf dem Militärradar in der Schweiz festgehalten. Nein, das können Sie nicht als Schuhmacher, das können Sie versuchen, aber dann überschlagen Sie sich. Das sollten Sie also nicht machen, wenn Sie Michael Schumacher bleiben wollen. So, das heißt also, das könnte unsere Wissenschaft enorm voranbringen. Es könnte die Wissenschaft erstmal unseren ganzen Realitätsbegriff revolutionieren. Dann ist natürlich noch die Frage, mit was für einer Technologie fliegen die hier eigentlich rum? Diese Objekte haben ja Flugeigenschaften, die sind völlig geräuschlos, die können auf der Stelle schweben, die können in 0,nix von 0 auf x 1000 Kilometer pro Stunde beschleunigen. Und welche Energie vor allem, ja. Ja, oder Atomkraft, nehmen Sie Atomkraft? Das ist eben die Frage, ja. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass 36% unseres weltweiten Energiebedarfs durch Erdöl gedeckt wird und diese Fluggeräte aber offenbar gar keine Shell-Tankstelle brauchen, ja, dann könnte man sich auch die Frage stellen, wie würde das Leben eigentlich bei uns aussehen, wenn die uns was von ihrer Technologie abgeben? Die UFOs können unser Energieproblem lösen. Ich will nicht sagen, dass sie das lösen können. Das kommt ja darauf an, ob die das wollen und ob die Menschheit dafür bereit ist. Man kann ja mit großen Energiemengen auch viel Blödsinn anstellen, wie man an der Atombombe sieht. Ja. Aber es gibt auch viele andere ungeklärte Phänomene. Nehmen Sie das Licht. Sie wissen, es gibt das Korpuskelmodell und das Wellenmodell des Lichtes. Und das Licht kann nur eins von beiden sein. Aber wenn es das eine ist, ist nicht das andere. Das heißt, eigentlich kann das Licht gar nicht geben. Das kommt trotzdem das Licht. Und mit dieser ungelösten Frage leben wir doch ganz gelassen. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich. Aber mit dem Licht leben wir schon seit Anbeginn der Menschheit. Wobei wir die Teilchen-Welle-Dualität ja erst seit einer Weile kennen. Und es hängt ja auch vom Beobachter ab. Der Beobachter entscheidet im Grunde, ob er es als Teilchen oder als Welle sehen will. Ja, das ist ja eine wichtige...
Ja, das stimmt. Lichtausfall ist, glaube ich, Teilchen. Aber das. Und der Regenbogen, das ist die Wellentheorie. Beides gilt. Also ja, es gilt beides und das Licht verhält sich immer so, wie der Beobachter es von dem Licht erwartet. Das ist das Spannende. Wie er es definiert. Ja, genau. Das Licht verhält sich so, wie der Beobachter erwartet, wie es sich verhält, je nachdem, wie er misst. Ja. Aber bei dem UFO-Phänomen ist es ja so, das moderne UFO-Phänomen hat ja so 1947 angefangen und wir machen seit 50 Jahren Raumfahrt und es ist jetzt eben einfach so, dass die Menschheit langsam beginnt, über ihren Horizont des eigenen Planeten hinauszugehen und den Weltraum zu erkunden. Wir schicken Sonden raus, ja. Bemannte Raumfahrt machen wir im Moment aus Kostengründen nicht mehr, weil das für andere Sachen drauf geht, das Geld. Ja. Aber die Menschheit kommt an den Punkt, wo sie feststellt, wir überschreiten die Grenzen unseres Planeten. Dieser Punkt kommt früher oder später. Ob das jetzt in morgen passiert oder ob das in 50 Jahren passiert, es passiert. Und deswegen müssen wir uns einfach damit auseinandersetzen. Das ist also was Neues für die Menschheit. Es ist nicht so wie Licht. Darf ich fragen, wo Sie geboren sind? In Karl-Marx-Stadt. Das ist Chemnitz, oder? Ja, in meinem Pass muss ich immer hinschreiben, Karl-Marx-Stadt, Klammer auf, heute Chemnitz, Klammer zu. Interessiert man sich im Osten mehr für die UFOs als im Westen? Ich glaube nicht. Gibt es überhaupt in der Welt irgendwie so geografische Schwerpunkte, wo mehr Menschen sich für UFOs interessieren als andere Kulturen? Also es wird ja immer gesagt, warum landen die UFOs immer nur in Amerika? Und das stimmt natürlich nicht. Das ist ein weltweites Phänomen. In 19 Ländern der Welt haben sich die Militärs und Geheimdienste offiziell und inoffiziell mit dem UFO-Phänomen beschäftigt und erst nach jahrzehntelanger Geheimhaltung ihre Akten dazu freigegeben oder sind gerade dabei, die freizugeben oder schaffen gerade Untersuchungsbehörden für das UFO-Phänomen. Ich sag mal, vor allem in Europa und in Südamerika sind so die Schwerpunkte. Ich habe diese 19 Staaten irgendwie so hier mir angeschaut. Mhm. Argentinien, Belgien, Brasilien, Chile, Dänemark, Ecuador, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Mexiko, New Zealand, Peru, Spanien, Ukraine, USA. Und USA. Mir ist aufgefallen, die sind alle christliche Länder. Oh. Woran liegt das? Wie erklären Sie das? Haben die Christen mehr Sensibilität für die UFOs oder weil sie irgendwie auf den Erlöser oder auf den Messias warten? Was weiß ich. Wissen Sie, ich glaube, das ist den Außerirdischen völlig egal, was sie hier für eine Religion haben. Aber warum gibt es keine aus asiatischen Ländern, aus afrikanischen, aus muslimischen Ländern? Wissen Sie, es gibt aus solchen Ländern auch UFO-Begegnungen, die gemeldet werden. Und die werden aber nicht unbedingt unter der Begrifflichkeit UFO zusammengefasst. Ja, bei denen ist es dann vielleicht eine Gotteserscheinung oder sowas. Und überhaupt muss man sagen, dass das UFO-Phänomen ja Jahrtausende alt ist. Wenn Sie sich die alten vedischen Schriften anschauen aus Indien, wenn Sie sich die fliegenden Vimanas, ja, aus Indien zum Beispiel, das sind wirklich so, wie es in den alten Überlieferungen aus Indien steht, die Fluggeräte der Götter, die auch ganz ähnliche Eigenschaften hatten, also beschrieben werden, wie die UFOs. Also man kann es wirklich nicht nur auf die Christen, sag ich mal, begrenzen. Aber und die 19 Staaten, wo diese Erfassungen gibt, wo diese UFO-Sichtungen gibt, sind alle ausnahmslos Christen. Das sind die Länder, von denen ich weiß. Mhm. Ja? Diese Liste ist natürlich nicht ausschließlich. Wissen Sie, ich bin da natürlich dabei, das zu recherchieren. Sie können sich vorstellen, dass Sprachbarrieren da natürlich schwierig sind. Und ich kann halt eher die westlichen Sprachen als die östlichen. Im Russischunterricht war ich immer ziemlich schlecht, muss ich zugeben. Nochmal zu der DDR-Geschichte. Gab es eine Form der Ufologie in der DDR? Nein, das gab es nicht. Nein. Und es gibt auch keine, soweit ich weiß, keine Stasi-Unterlagen über UFO-Sichtungen. Es gibt aber einen CIA-Bericht über eine UFO-Landung an der deutsch-deutschen Grenze auf dem Ostteil. Und der ist dadurch bekannt geworden, dass der Bürgermeister von diesem Ort dann später nach West-Berlin abgehauen ist und sich dann dort den westlichen Sicherheitsbehörden geöffnet hat zum Gespräch. War das ein Alien? Die sagen, sie haben Wesen gesehen. Steht so in diesem CIA-Bericht drin, ja. Der Bürgermeister war aber selbst kein Alien? Der Bürgermeister war der die Aliens verscheucht hat von seinem Ort da. Also mit den Alien ist es so, wenn ich sagen wir in Berlin U-Bahn oder S-Bahn fahre, habe ich immer das Gefühl, ich bin von Aliens umgeben. Ja, das geht mir auch so. Kann man das irgendwie beweisen? Ja, wissen Sie, das,
Dazu kann ich nichts sagen. Vielleicht sollten Sie da mal mit jemandem reden, der sich da auskennt. Professionelle Hilfe suchen. Apropos CIA, glauben Sie, dass die CIA mehr weiß als Sie, als die Forscher über diese UFO-Phänomene? Gibt es so eine Art Geheimhaltung und warum gibt es sie? Also aus den vielen Regierungsdokumenten, die inzwischen durch das Informationsfreiheitsgesetz veröffentlicht worden sind, geht eindeutig hervor, dass die Geheimdienste das UFO-Phänomen jahrzehntelang sehr ernst genommen haben. Und das betrifft nicht nur die CIA, sondern das betrifft auch zum Beispiel die Briten. Ja? Und warum gibt es diese Geheimhaltung? Wissen Sie, ich bin ja kein Geheimdienstler. Ich kann Ihnen nur sagen, da haben zwei Politikwissenschaftler eine sehr interessante Ausarbeitung gemacht und in diesem Fachjournal Political Theory veröffentlicht. Und sie haben eben die Frage sich gestellt, warum UFOs so tabu sind für Regierungen, wieso das immer so ausgeklammert wird und so weiter. Und ihre Hypothese lautet, dass eben die Regierungen an dem Ast sägen würden, auf dem sie sitzen, da die ernsthafte Beschäftigung mit dem UFO-Phänomen ihnen die Legitimation für ihre Regierungsführung entziehen könnte. Naja, weil bis jetzt die Menschen... In den meisten Fällen, ja. Was entzieht Ihnen die Legitimation? Na, bis jetzt haben die Menschen die Macht immer nur unter sich aufgeteilt. Und es gab niemals die Möglichkeit, dass es da noch Wesen gibt, die möglicherweise Milliarden Jahre weiter sind in ihrer Evolution. Und wenn die, also technologisch sind sie uns auf jeden Fall überlegen. Wenn es sie gibt. Naja, wenn man den Regierungsdokumenten und den hunderten militärischen geschulten Augenzeugen Glauben schenken kann, dann gibt es sie. Und die Flugeigenschaften, die da beschrieben werden, die liegen weit jenseits dessen, was wir hier in der Lage sind zu leisten. Das ist ja keine Glaubenssache. Ja? Sie müssen sich da nur mal die Radardaten anschauen. Sie müssen sich mal mit den Wissenschaftlern unterhalten, die dort physikalische Wechselwirkungen untersucht haben, aus denen ganz klar hervorgeht, dass das ein echtes Phänomen ist. Und wenn die technologisch weiterentwickelt sind als wir, könnten sie vielleicht auch ethisch weiterentwickelt sein als wir. Und es wäre doch mal interessant, sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Aber das könnte natürlich Regierungen in Bedrängnis bringen. Sagen Sie, Herr Fleischer, was lässt Sie dermaßen unerschütterlich an Wissenschaft und Wissenschaftler glauben? Es gibt ja Wissenschaftler, die sind nicht einmal in der Lage, das Klima von übermorgen vorauszusagen oder das Wetter von übermorgen vorauszusagen, maßen sich aber an, die globale Erwärmung zu reduzieren. Macht Sie das nicht skeptisch gegenüber der Wissenschaft? Wissen Sie, was mich skeptisch macht, ist die Meinungsmache in den Massenmedien, in denen einfach immer Meinungen verkauft werden, ohne dass man nur noch als Zuschauer erfahren darf, wie die Leute zu den Meinungen gekommen sind. Das ist ein anderes Kapitel. Und ich bin um die Wissenschaft. Wissenschaft. Ja. Die Grenzen der seriösen Wissenschaft, die im Prinzip genauso in der Ursuppe herumstochern wie Sie und ich. Man kann natürlich darüber streiten jetzt, ob diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die zum UFO-Phänomen vorliegen, ob die stimmen oder nicht. Die jahrzehntelangen Untersuchungen der US-Luftwaffe, die dreijährige Militärstudie aus Frankreich und die ganz vielen wissenschaftlichen Untersuchungen, die es dazu gibt. Aber diese Debatte findet ja in der Öffentlichkeit überhaupt nicht statt. Und das ist ja der Grund, warum wir das machen, wissen Sie? Es kommt einfach daher, wenn die nicht in der Lage sind, ein Mittel gegen meinen Heuschnupfen zu erfinden, aber zugleich in der Lage sind, mir was von UFOs zu erzählen. Ja, wissen Sie, das UFO-Phänomen lässt sich zwar wissenschaftlich nachweisen, aber es lässt sich eben nicht erklären. Sie haben keine Ahnung, was das UFO-Phänomen ist. Vieles darauf hin, dass es tatsächlich hochentwickelte Intelligenzen sind, die diese Fluggeräte steuern. Das sagen die Wissenschaftler dazu. Aber man müsste jetzt eben wirklich mal das wissenschaftlich untersuchen. Wir fordern ja von Exopolitik auch die Errichtung einer europäischen UFO-Untersuchungsbehörde aus dem Grunde, dass die UFOs immer nur in den allermeisten Ländern immer nur von den Militärs untersucht worden sind und der Geheimhaltung unterliegen. Aber was lässt Sie vermuten oder hoffen, dass Sie ethisch entwickelter sind als wir? Vielleicht bereiten Sie einen Krieg vor und werden die Erde erobern, sozusagen, so Star Wars-mäßig. Also ich denke da an die Menschheit, wir sind ja auch schon auf dem Mond gewesen, ja? Wir hatten also schon bemannte Raumfahrt und das wurde dann eingestellt und jetzt schicken wir nur noch ein paar Sonden und der Etat der NASA wird immer weiter gekürzt, weil das Geld für andere Sachen gebraucht wird. Und da sieht man mal, wie selbstbezogen eigentlich die Menschheit ist. Es ist total auf sich selbst bezogen, auf ihre eigenen kleinen Probleme und so weiter. Und ich denke mal, die Tatsache, dass sie ja hierher kommen, zeigt schon, dass sie weiterentwickelt sind als wir. Dass sie also zumindest, das ist eine Vermutung, ja, dass sie
dass sie also zumindest in der Lage sind, sich zu einigen, okay, wir machen Raumfahrt. Vielleicht kommen sie aber auch gar nicht von einem anderen Planeten, vielleicht kommen sie aus einer anderen Dimension oder aus einer anderen Zeit, das weiß man nicht so genau. Außerirdisch bedeutet ja nichts anderes als außerchemnitzerischer. Wir wissen also auch nicht, wie die Außerirdischen aussehen, wir wissen nichts. Es könnte die unterschiedlichsten Evolutionsstadien und Wesen geben, die hier aufkreuzen, mit den unterschiedlichsten Motiven. Aber ich muss auch noch sagen, es hat bis jetzt noch nie einen einzigen UFO-Fall gegeben, der in irgendeiner Weise auf feindliche Absichten schließen lässt. Es gab keine Kämpfe zwischen Militärs und UFOs. Also die UFOs haben jedenfalls nicht zurückgekämpft. Aus den zahlreichen Regierungsdokumenten und Akten, die da freigegeben worden sind, geht auf jeden Fall hervor, dass mehrere Militärs in mehreren Ländern, also ich nenne jetzt nur Belgien, Iran, Peru und USA, die haben tatsächlich schon Kampfjets hinter UFOs hinterhergeschickt. Die haben versucht, diese UFOs aus dem gesperrten militärischen Luftraum zu verdrängen oder abzuschießen. Und die UFOs, denen war das eigentlich egal. Ja? Die haben nichts. Die Kampfjets waren vermutlich zu langsam. Das ist so, als würde die Polizei auf Fahrrädern Ganoven in einem Ferrari verfolgen. Ja, genau. Stellen Sie sich... Hattest du so eine UFO-Untertasse niemals eine Panne gehabt, sodass die auf die Erde gelandet wäre, sodass die Menschen das untersuchen können, woraus die gemacht werden? Ach so. Oder, ja, damit wir verstehen können, was das überhaupt ist. Ja, es gibt solche Gerüchte, ja, aber was da dran ist, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also, weiß ich nicht. Es geht in den Hardcore-Ufologenkreisen das Gerücht um, dass ein Raumschiff in Roswell abgestürzt sein soll. Und dass das amerikanische Militär diese Untertasse geborgen hat und auf die Militärbasis gebracht hat. Und das ist ja auch genau der Inhalt der Pressemeldung, die das US-Militär selbst herausgebracht hat, die sie dann später widerrufen haben. Tja, aber was da dran ist, wissen Sie, da müssen Sie das amerikanische Militär fragen. Sie wollen bestimmt eine nachbauen, damit sie auch dadurch auch die Welt erobern können oder die Weltall. Also das ist ja jetzt pure Spekulation. Roswell war 47. Ja. Diese Untertasse kann ein japanisches Flugzeug gewesen sein, das das Kriegsende nicht mitbekommen hat. Vielleicht. Also Sie haben natürlich einen Punkt bei Ihrer Argumentation, nämlich den, dass wir uns nur vorstellen können, was wir uns vorstellen können. Als ich Abitur gemacht habe, und meine Arbeiten auf der Schreibmaschine geschrieben habe, konnte sich kein Mensch vorstellen, dass es solche Geräte demnächst geben wird. Ja. Und das ist nur ein paar Augenblicke her. Ja, ja. Und ich würde gerne wissen, was es alles in 30, 40 Jahren von jetzt an gibt. Das würde ich auch gern wissen. Das ist Ihr Punkt. Aber die Schwäche, die Sie haben, ist einfach, dass wir immer noch auf einen materiellen Beweis warten. Und die Berichte der Militärs sind kein Beweis, weil die Militärs haben auch was gesehen, aber wir wissen nicht, was sie gesehen haben. Und Ihr Punkt ist, der Schwachpunkt Ihrer Argumentation ist, wenn diese Intelligenzen so weit entwickelt sind und so weit voraus sind, technisch, ethisch und so weiter, warum sollten sie ausgerechnet uns besuchen? Ja, das ist ja, kommt ja auch wieder darauf an, was Sie sich vorstellen können, Herr Bruder. Ja, warum sollten die uns ausgerechnet? Warum sollte ein Ameisenforscher einen Ameisenhaufen besuchen? Also Sie wollen uns erforschen, also die Außerirdischen? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich meine, viele von den in den Regierungsakten dokumentierten UFO-Fällen legen ja nahe, dass wir sozusagen beobachtet werden. Irgendwas machen die hier. Wir wissen aber nicht was. Wir wissen, in manchen Fällen hat das Militär herausgefunden, in Norwegen zum Beispiel haben sie Bodenproben genommen, in der ganz entlegenen Gegend. In anderen Fällen haben sie... Ja, die UFOs? Ja. Also die, wer auch immer, ja, also es sind dort UFOs gesehen worden und später hat man dort gesehen, dass die ein riesengroßes Stück Torf aus dem Boden rausgeschnitten haben und daneben beiseite gelegt haben. Wir wissen also nicht, was sie hier tun. Es gibt diesen wunderbaren Film Kontakt mit Judy Foster. Mhm. Da bekommen die Amerikaner verschlüsselte Nachrichten aus dem Weltall, aus den Außerirdischen. Sie verschlüsseln das entschlüsseln das. Und bauen eine Maschine, die in den Weltall geht, um diese UFOs zu treffen. Ist das, ist dieser Szenario für uns jetzt realistisch? Ist das, was wir demnächst machen sollten, dass wir so ein Raumschiff bauen sollten, um zu schauen, was da in dieser Region überhaupt ist? Also ich denke, wir sollten vor allem erstmal die zahlreichen
Indizien ernst nehmen, die schon feststehen, dass es hier wirklich ein echtes UFO-Phänomen gibt. Das ist von vier staatlichen Untersuchungsprojekten schon untersucht worden. Und die haben eindeutig, zweifelsfrei die Existenz eines echten UFO-Phänomens bewiesen. Und sie haben vorhin von Beweisen geredet, ja. Das mit dem materiellen Beweis ist natürlich eine Sache. Wenn ich jetzt hier ein UFO aus der Tasche ziehe, wäre das ein materieller Beweis. Aber auf der anderen Seite wieder nicht, weil ich bin ja kein Richter, der da einen juristischen Beweis machen kann. Sie brauchen schon jemanden, irgendeine Autorität, irgendjemand, der dazu berufen wurde, von offizieller Stelle ein Urteil zu fällen und einen juristischen Beweis zu konstruieren anhand der ihm vorliegenden Beweismittel. Und diese Beweisführung wird aber seit Jahrzehnten kaum angetreten. Ja? Sie haben natürlich einige staatliche Untersuchungsprojekte. Und da kann man sagen, ja, das UFO-Phänomen ist wissenschaftlich bewiesen, dass es das wirklich gibt, weil diese staatlichen Untersuchungsbehörden eben die Autorität dazu haben. Ja, aber so eine richtige große wissenschaftliche Untersuchung, wie es sie eigentlich geben sollte, gibt es nicht. Ja. Das ist eigentlich sehr schade. Ist das, was Sie vielleicht fordern, dass die deutsche Bundesregierung mehr Geld für Forschung auch über UFOs und so weiter investieren sollte? Ja, genau wie die Vereinten Nationen im Jahr 1978 in ihrer Entscheidung 33426 hat der Generalversammlung der Vereinten Nationen alle Mitgliedstaaten eingeladen, UFO-Forschung auf nationaler Ebene zu betreiben und auch den Generalsekretär darüber zu informieren. Und als 1990 ein Jahr lang Belgien von einer regelrechten UFO-Welle heimgesucht wurde und das belgische Militär an die Presse gegangen ist, gab es auch im Europaparlament Diskussionen darüber. Das Europaparlament hat einen Sonderberichterstatter, einen Astrophysiker aus Italien, einberufen, der sich erkundigen sollte, wie die einzelnen Europastaaten damit umgehen, und ist in Deutschland auf eine Wand des Schweigens gestoßen. Ja. Also eigentlich, ich meine, es wird ja alles Wichtige wird ja inzwischen in Brüssel entschieden. Also ich sag mal, das wäre eigentlich der Ort, wo wir eine echte europäische Untersuchungsbehörde einrichten könnten. Und vielleicht könnten die Franzosen die anführen, denn die machen ja seit 30 Jahren schon staatliche UFO-Forschung. Ja, ja, ich bin sowieso dafür, dass Deutschland die Zahlungen an Griechenland stoppt und dann an die UFOs oder an die Außerirdischen weitergibt. Das Geld ist bei den Außerirdischen besser aufgehoben, würde ich sagen. Ja, vielleicht ist die ernste wissenschaftliche Untersuchung des UFO-Phänomens langfristig das lohnenswertere Projekt. Ja. Herr Fleischer, wie unterscheiden Sie zwischen Ihren Theorien, wissenschaftlichen Vermutungen und richtiger Science Fiction? Na, genauso wie Sie als Journalist. Es gibt ja einfach, Sie berufen sich auf Primärquellen. Sie berufen sich auch nicht nur auf eine Primärquelle, sondern auf mehrere natürlich, ja, auf offizielle Stellen. Und wenn Sie Regierungsdokumenten keinen Glauben schenken wollen, was wollen Sie denn dann eigentlich, wem wollen Sie denn dann eigentlich glauben? Darauf beruht die gesamte Berichterstattung in den Medien, darauf beruht die gesamte journalistische Arbeit, dass man sich auf Primärquellen verlässt. Wenn Sie Regierungsdokumenten Glauben schenken, dann hätten wir alle früher glauben müssen, dass es in der DDR keine Armut und keine Neonazis gibt. Ah ja. Regierungsdokumente sind das Letzte, dem man trauen kann. Das stimmt, aber wenn Sie jetzt 18 oder 19 Länder haben, die allesamt dazu Regierungsdokumente haben, und das sind ja nicht nur die Dokumente, Sie haben ja auch noch die geschulten Augenzeugen dazu. Sie haben Luftwaffenpiloten, Sie haben Astronauten, Sie haben sogar Verteidigungsminister, die sich zu diesem Phänomen äußern. Wenn Sie das alles zusammennehmen, dann müssen Sie erst mal in jedem einzelnen Fall sagen, ja, das ist natürlich Blödsinn. Und ich sage Ihnen, wenn nur einer der Fälle aus diesen Regierungsdokumenten sich als wahr herausstellt, dann fällt diese ganze Diskussion um Glaube und um Theorie und Spekulation weg. Aber das sind Fakten. Ja, das sind Fakten, ja. Aber haben Sie keine Angst, dass Ihre Thesen von UFO-Freaks irgendwie missbraucht werden? Es laufen ja viele Spinner unterwegs, einige waren bei Ihrem Vortrag gestern. Es gibt natürlich immer überall, die Welt ist so schön, weil sie so bunt ist, ja. Ich kann nur sagen, ich versuche mich immer so gut wie möglich an die Fakten zu halten. Und da, wo wir über Spekulation berichten, sagen wir auch ganz klar, dass das kontroverse Themen sind und dass das jetzt keine Beweisführung sein, sondern wir geben das einfach mal als Inspiration für Freigeister sozusagen an die Öffentlichkeit. Und das sagen wir auch ganz deutlich so. Also Anstöße. Ja, Denkanstöße. Ja. Sie haben gestern eine Zahl genannt, wie viel
Prozent der UFO-Theorien Schrott sind. Das war relativ viel, Sie sagten über 90, nicht wahr? Nicht der UFO-Theorien, sondern der UFO-Sichtungen. Also es werden viele Sachen gemeldet als UFO-Sichtungen, die sich im Nachhinein als Wetterballon rausstellen. Das ist tatsächlich so. Der allergrößte Teil der gemeldeten UFO-Sichtungen sind Wetterballons oder irgendwelche astronomischen Luftphänomene. Aber selbst die staatlichen Untersuchungsbehörden, die in Frankreich, die das ja seit 30 Jahren schon untersuchen, richtig wissenschaftlich im staatlichen Auftrag, selbst die kommen am Ende, nachdem sie das genau untersucht haben, noch auf eine Prozentzahl von 23% von echten UFO-Fällen, die keine konventionelle Erklärung haben. Und da haben sie Fälle mit Landespuren, mit physikalischen Wechselwirkungen, mit der Umwelt, mit allem, was sie haben wollen, sozusagen. Gestern hat eine Dame in ihrem Vortrag gefragt, ob es denn stimme, dass Kennedy ermordet wurde, weil er die Absicht hatte, die Existenz von UFOs bekannt zu geben. Eine andere Dame fragte, ob es stimme, dass Kennedy ermordet wurde, weil er die Federal Reserve Bank verstaatlichen wollte. Was glauben Sie selbst, an welche dieser beiden Themen? An keine, ich weiß es nicht. Wissen Sie, es gibt so viel Zeug. Ich versuche eben, mich immer an die Fakten zu halten. Ja? Und es gibt viele interessante Geschichten. Aber ob da was dran ist, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber in Ihrem Kielwasser schwimmen doch seltsame Leute mit, oder? Was heißt in meinem Kielwasser? Es gibt einfach in dieser UFO-Szene jede Menge bunte Gestalten. Und nicht nur in der UFO-Szene. Ja? Und damit muss man eben leben. Aber umso wichtiger ist es ja auch, dass man sich immer wieder auf die Fakten beruft und versucht, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und das ist in dem Feld äußerst schwierig, denn das UFO-Thema ist seit Jahrzehnten lächerlich gemacht worden in der Öffentlichkeit. Und es ist so schwer, da überhaupt wirklich die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja, es ist wirklich schwer. Und da komme ich jetzt auf Ihre Zahl. Ja. 90% von dem, was Sie über UFOs hören, ist Quatsch. Ich würde sogar sagen 95%. Ich würde sagen 110%. Das gibt's ja gar nicht. Es gibt es nicht bei uns. Es gibt Sachen, die es gar nicht gibt. Ja. Schauen Sie, 110% gibt es bei uns nicht, aber vielleicht bei außerirdischen Intelligenzen. Vielleicht haben die einfach eine andere Berechnungsbasis. Wissen Sie, was mich interessieren würde? Das ist gestern auch angesprochen worden. Nein, völlig im Ernst. Wie vermehren sich Außerirdische? Das ist eine interessante Frage. Sie haben zum Beispiel gestern die Frage gestellt, ob Sie eine Mehrwertsteuer haben oder einen Höchststeuersatz. Ja, wie hoch ist der Spitzensteuersatz? Ja, das würde mich auch interessieren. Mhm. Noch mehr interessiert mich, wie vermehren die sich? Da sehen Sie, es gibt so viele Existenzen, deren Substanz wir nicht mal beschreiben können, nicht wahr? Ja, und wir wissen ja nicht mal, ob sie körperlich sind. Ja. Vielleicht sind sie auch sowas wie, keine Ahnung, irgendwas Nicht-Körperliches. Man weiß es nicht. Es werden die unterschiedlichsten Phänomene unter dem Begriff UFO zusammengefasst. Und wir wissen nicht, auf welche Sprache wir mit Ihnen auch kommunizieren können. Ja, das wissen wir auch. All diese Fragen beantworten bekommen. Indem wir das wissenschaftlich endlich anfangen zu untersuchen und diese Sachen nicht mehr länger lächerlich machen. Die Verteidigungsexperten der dreijährigen Militärstudie aus Frankreich, Cometa-Report, sagen das klipp und klar. Dieses Phänomen muss ernst genommen werden und es muss zum Gegenstand unverzichtbarer Diskussionen gemacht werden. Und das ist wichtig für die Menschheit. Stellen Sie sich vor, Sie stehen jetzt vor einem UFO. Was wäre die erste Frage, die Sie ihm stellen würden, vor einem Außerirdischen? Wie, Tee oder Kaffee? Wie bist du hierher gekommen? Wie bist du hierher gekommen? Ja. Das ist eine typisch deutsche philosophische Frage. Also die deutsche Philosophie ist dadurch geboren. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Warum? Vielleicht. Woher sind wir gekommen? In welcher Sprache würden Sie sie fragen? Ich denke, das würde ich mir dann überlegen, wenn ich davor stehe, ja. Aber es könnte auch eine Form der mentalen Kommunikation geben. Vielleicht müssen Sie die Worte gar nicht sagen. Vielleicht reicht es, dass Sie die Worte denken. Höchstwahrscheinlich mathematische Sprache durch die Physik. Weil so eine erdische Sprache wäre nicht angebracht. Also ich bin davon wirklich fasziniert, weil ich in der Tat denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir alleine im Universum sind, ist relativ gering. Es wäre ein Raumverschwendung. Ein Raum, genau. Was unterscheidet Sie von Erich von Däniken? Was mich von Erich von Däniken unterscheidet? Ja, Erich von Däniken beschäftigt sich ja nicht mit UFOs, sondern mit der Frage, ob die Menschheit schon in grauer Vorzeit von Außerirdischen besucht worden ist. Ist doch eine verwandte Disziplin.
Ja, das stimmt, aber der kriecht mit seinen 75 Jahren noch in Nepal und in Peru und so durch die alten Tempelreste und ich mache das nicht. Hatten Sie Kontakt mit Stephen Greer, der von Disclosure Project? Disclosure Project, genau. Ja, ja, wir sind uns mal über den Weg gelaufen. Hm. Hatten Sie auch Kontakt mit Steven Spielberg? Nein, aber das hätte ich sehr gern mal. Der hat nämlich erst kürzlich in einem Interview gesagt, dass ihm der Präsident Reagan gesagt hätte, das stimmt alles, was in seinem Film gekommen ist. Es ist ja auch so, der Film von Steven Spielberg, die unheimliche Begegnung der dritten Art, da tauchen ja zum ersten Mal diese grauen Außerirdischen auf. Und dann sagen die Skeptiker, ja, und seitdem behaupten die Entführten, dass die Außerirdischen so ausgesehen hätten. Und das kennen die ja nur aus dem Film von Steven Spielberg. Aber umgekehrt ist es eigentlich richtig, dass der Chefermittler der US-Luftwaffe, J. Allen Hynek, Steven Spielberg beraten hat bei seinem Film. Das heißt also, diese Gestalten, die da auftauchen, die sehen tatsächlich offenbar so aus wie das, was dem Chefermittler der US-Luftwaffe da geschildert wurde. Das heißt, ET ist keine Erfindung von Spielberg, sondern womöglich gibt es auch solche grünen Männchen. Also die Figur, die Physiognomie und das alles ist anhand von echten Berichten von Leuten nachgebildet worden, die sagen, dass sie entführt worden sind. Es ist auch nicht Armut von unserer Vorstellungskraft, dass wenn wir uns Alien vorstellen, genauso welche wie wir, mit Gesicht, mit Händen, aber ein bisschen anders, grün und mit komischen Augen. Ja, das ist absolute Armut, absolut verarmte Vorstellungskraft auf jeden Fall. Denn die kleinen grünen Männchen, die werden ja nie gesehen. Ja? Das ist eine Erfindung eigentlich von Hollywood und Co., denke ich mal. Also, wissen Sie, es werden die unterschiedlichsten Wesen gesehen. Der Einfall, der den Chefermittler der US-Luftwaffe, J. Allen Hynek, davon überzeugt hat, dass das UFO-Phänomen wirklich was mit Wesen zu tun hat, war ein Polizeibericht von einem Polizeibeamten namens Lonnie Zamora, der gerade auf der Jagd war. Also der hat gerade irgendeinen Temposünder verfolgt und dann hat er am Straßenrand irgendwo so eine gelandete Schüssel gesehen und da sollen dann Wesen rumgestiegen sein und so weiter. Und es gibt wirklich, wie gesagt, die unterschiedlichsten Augenzeugenberichte von irgendwelchen Wesen, die da irgendwas machen. Ja, tja, wer weiß. Können die UFOs uns vielleicht helfen, irgendwann die Frage aller Fragen zu beantworten? War es in Wembley 1966 Tor oder kein Tor? Ist das die Frage aller Fragen? Persönlich. Tja, kann ich leider auch nichts dazu sagen. Aber ich glaube, es gibt so Leute, die haben so diese Heilserwartungen und denken, die Außerirdischen werden landen und uns den Arsch retten. Ja? Die landen und werden uns hier unseren Karren aus dem Mist ziehen. Ja? Und das glaube ich nicht. Den gibt es schon, Mars Attacks. Ja, das sieht ja eher so aus, als würden sie eben das genaue Gegenteil tun. Ja, ja? Aber die Menschen erwarten das. Nicht? Und deshalb komme ich nochmal zu meiner Frage, kann es einen Zusammenhang geben zwischen dem Schwächeln des Christentums in dieser Welt und Aufleben dieser UFO-Ideologie? Können Sie Ihre Frage nochmal wiederholen? Ich habe das nicht verstanden. Kann es einen Zusammenhang geben zwischen dem Schwächeln des Christentums, dass die Leute nicht mehr so gläubig sind wie früher und nicht unbedingt an Gott, dann brauchen sie Ersatzgötter, dann kommt auch die Idee, dass Außerirdische kommen und die Erde retten, auch ihnen entgegen. Das ist eine andere Form des Christentums, aber ein bisschen ja, technologisch untermauert sozusagen. Also sehr interessant finde ich in dem Zusammenhang, dass der Chefastronom des Vatikans 2008 gesagt hat, der Glaube an Gott und der Glaube an Außerirdische widersprechen sich nicht. Denn er hat gesagt, die Existenz von Außerirdischen auszuschließen, würde für einen Katholiken schließlich bedeuten, der Kreativität des Schöpfers Grenzen zu setzen. Es steht auch im Koran übrigens. Ah, ja. Gott erschafft auch, was die Menschen nicht kennen. Sehen Sie? Mhm. Ja. Tja, wer weiß, vielleicht überleben die Religionen das. Gesehen hat Gott auch Erik erschaffen, nicht wahr? Diesen Damenkiller. Ja, furchtbare Sache, oder? Aber nein, im Ernst, ich wollte nochmal auf Hammer zurückkommen. Es gibt so ein Verlangen nach Metaphysik. Und dieser Glaube an Aliens oder an UFOs erfüllt diesen Glauben an Metaphysik. Es ist doch was Religiöses. Also schauen Sie, viele Moslems warten auf den 12. Imam, Christen warten auf das zweite Kommen von Jesus, die Juden warten auf den Messias.
Und wir alle warten miteinander auf die Klärung des UFO-Phänomens. Ist das nicht eine Religion? Na, wenn Sie, wissen Sie, Sie müssten sich mal mit einem der Kampfjet-Piloten unterhalten, mit denen ich mich unterhalte, die losgeschickt worden sind, um dieses Ding abzuschießen und danach zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind. Oder Sie müssten sich mal mit den Geheimdienstlern unterhalten, die Strahlungsmessungen am Lande, an den Landestellen gemacht haben. Fragen Sie die mal, ob die das für eine Religion halten. Also ich meine, es gibt, wie gesagt, so viele wissenschaftliche Hinweise darauf, dass es ein echtes Phänomen ist, dass man nicht mehr von Glauben reden kann. Das meine ich jetzt nicht. Das mag ja alles stimmen. Aber beim Publikum gibt es einen Bedarf nach Glauben, nach Metaphysik, nach etwas, das die irdische Existenz des Menschen überhöht. Das Interessante ist ja, dass es soziologische Untersuchungen gibt darüber, wie diese Leute sind, die UFOs sichten. Ja. Und sie stellen fest, die unterscheiden sich in nichts von ganz normalen Leuten. Tatsächlich unterscheidet sich nicht mal die Sichtungsquote unter Berufsastronomen nennenswert von der Sichtungsquote in der ganz normalen Bevölkerung. Man glaubt es eben einfach nicht, bis man es selbst mal gesehen hat. Also das ist wie beim FKK-Strand, man trifft alle. Ja, und man glaubt es erst, wenn man es gesehen hat. Und man sieht auch, wie die Schwerkraft funktioniert, wenn man Körperteile sieht, wie sie hängen. Ja, dann würde man sich am FKK-Strand vielleicht wünschen, dass es dort keine Schwerkraft gäbe. Ich glaube, man würde sich am FKK-Strand wünschen, dass die Aliens kämen und einen retten können. Das wäre das Erste. Aber nein, Sie haben eben so Erich von Däniken ein bisschen kurz behandelt. Im Ernst, was unterscheidet Sie von ihm? Außer, dass er irgendwo in Lima bei den Tempeln rumkriegt und Sie nicht. Ist es nicht mehr, das Sie verbindet? Ja, wir kennen uns gut. Ja. Wir haben uns kennengelernt, als ich 16 Jahre alt war. Er hat mich überhaupt auf die Spur gebracht, mich ernsthafter mal damit zu beschäftigen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und ich schätze ihn sehr, auch wenn er sehr umstrittene Thesen hat. Und man muss ja auch sagen, als er damals zum ersten Mal angefangen hat, darüber Bücher zu schreiben, da ist er ja am Anfang in der Luft zerrissen worden. Die haben ja sogar psychologische Gutachten gemacht und haben versucht, ihn da irgendwie, haben aber nie irgendwas festgestellt, natürlich, ja. Das bedeutet nichts, weil Galileo ist auch in der Luft zerrissen worden, ja. Und Arno Bruno wurde verbrannt. Ja, sehen Sie? Dass die Öffentlichkeit hysterisch reagiert, sagt es mal gar nichts. Aber auch wenn sie zustimmend reagiert, das sagt auch nichts. Ja, das ist schade, oder? Nein, das ist normal. Ja. Das ist normal, dass unkonventionelle Gedanken erstmal Kontroversen auslösen. Das ist ganz normal. Außerirdisch ist es nicht auf jeden Fall, es ist menschlich. Sie sehen keinen metaphysischen Inhalt in dieser ganzen Disziplin? Ja, es ist natürlich, am Anfang beschäftigt man sich nur mit diesen physikalischen Wechselwirkungen, mit den Militärdokumenten und dann, wenn man das irgendwann für sich geklärt hat, wenn man irgendwann selber der Überzeugung ist oder der Meinung ist, dass man diese hunderttausende Augenzeugenberichte, Regierungsdokumente und wissenschaftliche Studien nicht länger ignorieren kann und dass das ein echtes Phänomen ist, beginnt man natürlich, sich Fragen zu stellen. Ja, ganz klar. Die ältesten Fragen der Menschheit. Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was essen wir heute Abend? Solche Sachen. Wie vermehren sich die Menschen? Wie vermehren sich die Menschen? Wie vermehren sich die Außerirdischen? Woher kommen wir, wohin gehen wir? Ja, das ist doch welche Schuhe ziehen wir das? Ist doch eine wichtige Frage. Ich meine, wenn alle Menschen sich darüber klar wären, dass wir nur Teil eines großen, belebten Universums sind, so wie es aussieht, ist ja ganz offenbar so, wären wir vielleicht in unseren politischen Entscheidungen auch etwas demütiger. Und nicht nur das, überlegen Sie mal, wir Menschen, wir sind ja im Moment nicht mal in der Lage, mit unserer Umwelt so umzugehen, dass wir die nächsten paar hundert Jahre überleben könnten. Ja? Und jetzt überlegen Sie mal, weiß nicht, wie viele bewaffnete Konflikte es weltweit gibt. So, ja? 40 bis 50. Überlegen Sie sich das mal, 40 bis 50 Konflikte. Und wie sollten wir denn jetzt in der Lage sein, wo wir selbst uns nicht mal einig sind, mit einer anderen Spezies klarzukommen, die hier ankommt? Das ist vielleicht auch der Grund, warum Sie nicht mit uns in Kontakt treten. Aber die Frage anders gestellt. Wir kommen nicht zurecht mit unseren Problemen. Wir haben so viel Krieg, wir haben Müllproblem, wir haben Umweltproblem, Energieproblem. Warum lösen wir nicht unsere Probleme selber? Warum müssen die UFOs kommen und sich um diese Probleme... Nein, das müssen Sie ja nicht. Das habe ich auch nie gesagt, dass Sie das müssen. Ich habe im Gegenteil immer gesagt, die Menschheit muss sich erst mal selbst ihren Karren aus dem Mist ziehen, ja? Bevor sie in der Lage sein wird, einen Kontakt aufzunehmen.
Vielleicht haben die UFOs mehr Probleme, die Außerirdischen mehr Probleme als wir. Und sie haben zum Beispiel, sie wissen nicht, wo sie ihre Gülle lagern können. Und dann wollen sie das auf der Erde tun. Ich meine, sie machen so eine Art atomares Endlager auf der Erde so für einen Antigravitationsantrieb. Nein, vielleicht suchen die einfach eine Strafkolonie für deren Kriminelle. Nicht? So wie wir früher unsere Kriminellen nach Australien geschickt haben. Nein, wirklich. Wenn Sie das Undenkbare denken, dann müssen Sie sowas auch denken. Ja, natürlich, ja. Aber dann kommt wieder eben die Frage, welche Beweise, welche Fakten gibt es, welche Indizien gibt es, um diese Theorie zu stützen? Und da bin ich jetzt sehr gespannt. Soll es tatsächlich Außerirdische geben, dann muss die Wahl zu Miss Universe anders benannt werden, oder? Warum? Ja, weil man kann nicht davon ausgehen, dass diese Frau wirklich Miss Universe ist. Wir wissen es ja nicht. Es gibt ja auch andere Planeten und andere Frauen vermutlich viel hübscher. Vielleicht gibt es auch andere Universen. Ja, aber dann wäre es Miss Universe 1? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Germany's Next Topmodel muss nicht umbenannt werden. Dabei bleibt es. Es muss nur abgeschafft werden. Das reicht mir. Herr Fleischer, glauben Sie an Gott? Ja, ich glaube. Ja? Ja. Sind Sie christlich erzogen? Nein. Nein. Das heißt, der Gottesbegriff ist wahrscheinlich nicht von der jeweiligen Fraktion des Christentums geprägt. Weder, also es ist jedenfalls nicht religiös geprägt, ja. Also ich glaube, dass es da ein großes ordnendes Prinzip gibt, zu dem wir alle gehören und Sie können das nennen, wie Sie wollen. Das ist auch, glaube ich, nicht so wichtig, wie man das nennt. Aber Sie gehen nicht in die Kirche? Nein. Feiern Sie Weihnachten zu Hause? Ja, was heißt feiern, ja? Man trifft sich mit der Familie und tauscht Geschenke aus. Das ist ja feiern. Ja. Was machen Sie beruflich? Ich bin Dolmetscher und Übersetzer und ich arbeite auch als Journalist. Und ich leite diese Bürgerinitiative, die beträchtlichen Teil meiner Arbeit in Anspruch nimmt. Wie ist diese Bürgerinitiative organisiert? Das braucht erstens Zeit, zweitens Geld. Ja, das stimmt. Ja, wir haben also erstmal eine Online-Community, da kann man sich kostenlos registrieren. Und dann wie viele Leute sind über 2000 jetzt, ja. Seit August 2010. Aber jetzt gerade gegründet? Nein, die Initiative ist am 1. Juni 2007 schon gegründet worden. Aber wir haben erst seit August 2010 die Möglichkeit, dass sich da Leute registrieren. Dann kann man, wenn man Lust hat, unser Anliegen zu unterstützen, Aktivist werden für einen Jahresbeitrag. Und dafür kriegt man dann Zugang zu den Beiträgen in unserem Exo-Magazin. Das Exo-Magazin an sich ist wie so eine kleine Sendung. Wir versuchen das also schon ein bisschen fernsehmäßig zu machen. So gut das im Rahmen unserer bescheidenen finanziellen Möglichkeiten. Im Internet. Im Internet, ja. Im Intranet dann ist es nur für die Mitglieder. Nein, das ist erstmal im Internet. Und dann gibt es aber eben noch einen Bereich, der nur für die Aktivisten ist. Genau. Also den Premium-Bereich. Ja, genau, so eine Art Premium-Bereich, wenn Sie so wollen, ja. Ich bin seit über 20 Jahren Mitglied in der Gesellschaft der Freunde der flachen Erde, Flat Earth Society. Und das war vor 200 Jahren, oder vor, nein, ich war etwas mehr, ja, vor 200, 300 Jahren eine wissenschaftlich sehr angesehene Gesellschaft. Inzwischen sind die Erkenntnisse woanders, aber die Gesellschaft gibt es immer noch. Würden Sie meiner Gesellschaft beitreten? Nein. Sie glauben wirklich, dass die Erde eine Kugel ist? Ich glaube jedenfalls nicht, dass sie eine Scheibe ist. Das ist auch eine schöne Vorstellung. Wissen Sie, vor 100 Jahren hat die britische Akademie der Wissenschaften noch ein Pamphlet rausgegeben und da haben die noch geschrieben, dass es ja da draußen tatsächlich Irre gibt, die glauben, dass Steine aus dem Weltall auf die Erde fallen und dass man also wirklich nur mit dem aufgeklärten wissenschaftlichen Verstand da jetzt mal sagen muss, dass Meteoriten reiner Humbug und Aberglaube sind. Ja. Die Flat Earth Society war damals übrigens auch bei der Royal Scientific Society gemeldet. Ich meine, das spricht doch für die Relativität wissenschaftlicher Erkenntnisse. Oder? Es würde mich jetzt auch mal interessieren, was für wissenschaftliche Erkenntnisse denn bei denen vorliegen, dass die Erde eine Scheibe ist. Das waren die Erkenntnisse, die vor ein paar hundert Jahren vorgelegen waren. Die Landkarten, die im Jahre 1500 gezeichnet wurden, sehen auch etwas anders aus als unsere Landkarten. Und wenn Sie jetzt dort zu einer Mitgliederversammlung gehen, was wird dann dort besprochen? Das geht mir wie Ihnen wie den Aliens. Ich war noch nie bei einer Mitgliederversammlung. Ich zahle meine Mitgliedsgebühr. Das machen Sie, damit Sie einen Ausweis haben, wo Sie sagen können, guck mal, ich glaube auch an, was abgefahren ist. Oder? Ich habe so ein, wie nennt man das, so ein Dokument, so eine Urkunde. Und die hängt bei mir in der Küche an der Wand.
Welche Gesellschaft hat zwei Asteroiden nach uns benannt? War das die Internationale Union für Astronomie? Ja, das ist eine sehr seriöse Gesellschaft, hat zwei Asteroiden nach unseren Namen benannt. Es gibt einen Asteroiden, der heißt Abdelhamad und einen, der heißt was? Das Hammer heiße ich. Mensch, mich haben jetzt auch schon die Eltern. Herr Wischniewski. Solange du nicht Sigmar Gabriel zu mir sagst, ist alles in Ordnung. Nein, es gibt wirklich zwei Asteroiden auf uns benannt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sollte es wirklich Außerirdische geben, dann will ich mit ihnen dorthin fliegen. Zu den Asteroiden. Mein Asteroid. Ja. Ja, und vielleicht nehmen Sie mich dann auch mal mit auf eine Spritztour. Ja. Reden Sie mit denen, die lassen sich vielleicht... Apropos, nein, völlig im Ernst. Ich habe wirklich eine tiefe Zuneigung zu solchen Phänomenen. Ich habe vor Jahren, nicht lange her, vor 10 Jahren, in Kalifornien einen Mann kennengelernt, der auf den Tag genau die Ankunft der Aliens auf der Erde vorausgesagt hat. Ich habe seinen Namen vergessen, der Tag ist längst verstrichen. Aber der Mann erzählte mir mit derselben Ruhe und Sachlichkeit und Freundlichkeit, mit der wir uns jetzt unterhalten, er sei letzte Woche auf dem Mars gewesen. Und schildere mit aller Genauigkeit, die nicht nur die Oberflächenstruktur, sondern die Art, wie die Menschen, die Lebewesen auf dem Mars leben. Nämlich in unterirdischen Kanälen. Wie hieß der denn? Ich kann es Ihnen schicken. Ich habe den Namen nicht. Schicken Sie es mir, es interessiert mich. Ja. Aber er war in Kalifornien ein ziemlich bekannter Mann, leitet auch schon ein Zentrum. Wenn Sie so einem Mann begegnen würden, wir waren zusammen beim Essen, das war sehr nett, wie würden Sie sich verhalten? Ich höre solchen Leuten zu. Ich habe ja, wie Sie sich vorstellen können, jetzt schon ganz viele Leute getroffen, die mir Sachen erzählen, die ich mir nicht vorstellen kann. Selbst die können sich das nicht vorstellen. Nein, natürlich nicht. Ja? Wissen Sie, ich bin da auch so. Aber ich bin da eben auch demütiger geworden. Ich urteile nicht sofort. Ja. Ich höre mir das einfach erst mal an. Und ich lasse es einfach im Raum stehen. Und ich muss da nicht sofort jetzt ein Urteil treffen, das ist Quatsch oder das ist richtig oder so. Warum denn auch? Ich muss ja niemanden von irgendwas überzeugen. Ich halte mich an die Fakten, die vorliegen. Und das sind Fakten, die Regierungsdokumente, die Zeugen, militärische Zeugen, wissenschaftliche Untersuchungsergebnisse. Aber was ist mit Menschen, die Sie als Guru oder Meister sehen? Die Meister spricht zu uns, sagt die Wahrheit. Haben Sie so jemanden getroffen, der mich als Guru oder als Meister sieht? Ja, Sie sind schon gestern als Kapazität, als Autorität schon gesehen worden. Ja. Ja, aber als Guru, haben Sie mich in weißen, wehenden Gewändern gesehen, nein, mit Jesuslocken, sehen Sie? Okay, aber die Leute wenden sich an Sie als jemand, der es weiß. Als jemand, der sich damit besser auskennt vielleicht als die allgemeine Öffentlichkeit, ja. Ja, sehen Sie, da gibt es ja auch bestimmt Leute, die sich an Sie wenden, weil Sie sich in anderen Sachen besser auskennen als Sie. Nicht mal meine Familie. Ah. Würden Sie jetzt eine Botschaft an Frau Merkel richten? Was würden Sie sagen? Frau Merkel, öffnen Sie den Weltall oder sowas in die Richtung? Wir sehen Sie nächste Woche, deswegen würden wir gerne eine Botschaft von Ihnen überbringen. Ah ja. Ja, Frau Merkel, untersuchen Sie das UFO-Phänomen ernsthaft, wissenschaftlich. Es könnte sich langfristig für die Menschheit lohnen. Sie ist ja Physikerin. Ja, sie müsste also offen sein für die zahlreichen physikalischen Beweismittel, die also schon vorliegen. Und sie kommt aus dem Osten. Ja, und sie hat an meiner Universität studiert. Sehen Sie? Ja. So klein ist die Welt. Und wenn sie so weitermacht mit ihrer Politik, kann sie demnächst die Aliens um Hilfe bitten. Ja. Noch ein letztes, weil vieles bei Ihnen ist ja Evidenz. Es gibt auch andere Evidenzerscheinungen, zum Beispiel Marienerscheinungen. Ich war in Lourdes, ich war in anderen Pilgerorten. Und das, was die Leute einem erzählen, was sie gerade demütig gesagt haben, man muss es ernst nehmen. Es gibt ja Erfahrungen, die sich in der Vorstellungswelt der Menschen abspielen. Diese Erfahrungen sind für diese Menschen vollkommen konkret. Wie für mich diese Tasse mit Tee. Aber es könnten trotzdem nur Erscheinungen sein, oder? Ja, was heißt denn nur Erscheinungen? Sie haben vorhin von der Teilchen-Welle-Dualität geredet. Das bedeutet ja, dass der Beobachter nicht einfach nur ein unabhängiger Beobachter des Geschehens ist, sondern eine ganz zentrale Rolle spielt in dem, was da geschieht. Das ist das, was die Quantenphysik sagt, diese neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Insofern muss man sich da natürlich fragen, was ist denn eigentlich dann eine Erscheinung? Ist das einfach nur so ein Ding im Kopf? Oder was ist denn eigentlich mit den Erscheinungen, die von hunderten Menschen gleichzeitig beobachtet werden? Ist das dann auch nur so ein Ding im Kopf? Oder ist das tatsächlich eine echte Erscheinung?
Und die allermeisten UFOs werden übrigens von vielen Leuten gleichzeitig gesehen. Bei Marienerscheinungen, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht so aus, sind Sie wahrscheinlich. Aber es gab den Phänomen, wir waren 7 Freunde in Ägypten und es gab eine Wolke und ein Freund hat gesagt, schau her, das schaut aus wie 2 Brüste. Und plötzlich haben wir alle so, sind wir davon ausgegangen, dass sie 2 Brüste sind. Aber es kann sein, dass es auch irgendwie Gruppendynamik ist. Ja, sicher. Vor allem, wenn Sie als Ägypter dort Brüste am Himmel sehen, kann ich mir das schon vorstellen. Ich warte darauf, dass die UFOs kommen. Und Ihnen Brüste am Himmel zeigen. Ja, unser Sexproblem lösen, wissen Sie. Tja. Sie sehen keine Parallele zwischen Marienerscheinungen und UFO-Erscheinungen? Wissen Sie, 1917 gab es einen interessanten Fall in Fatima in Portugal. Haben Sie davon gehört, von der Fatima-Fall? Das dritte Geheimnis und so, was dann dem Papst überreicht wurde. Und da gibt es viele Leute, die zanken sich immer noch darum, ob es jetzt die heilige Mutter Maria war oder ob es Außerirdische waren. Ja. Und ich war erst kürzlich in Portugal und habe mich mit Professor Dr. Joaquim Fernandes darüber unterhalten, der darüber 3 Bücher geschrieben hat. Und er hat also sehr interessante Details zutage gefördert, die ich jetzt allerdings nicht mehr im Einzelnen Ihnen schildern kann. Über Fatima, ja. Das ist eine echte Erscheinung war, dass es sehr, sehr übereinstimmende Zeugenberichte gibt. Also es gab ja nicht nur einen Beobachter, das haben ja viele gesehen. Genau, ja. Es gibt sogar historische Fotos von damals, wo hunderte Menschen mit aufgerissenem Mund und völlig entgeistert sich das anschauen. Ja. Das Phänomen gibt es in Kairo alle 6 Monate. Ja. Vor allem, wenn es ein Problem zwischen Kopten und Muslimen gibt, dann gibt es eine Woche später einen Marienerscheinung. Und wer macht die? Elektromagnet. Vielleicht am Ende wie bei Scooby-Doo, wo dann jemand sich hinstellt mit einem Bettlaken und einer Taschenlampe. Oder mit Laser. Ja, oder mit Laser. Laserlichter machen alles möglich heute. Haben Sie als Kind Jules Verne gelesen? Ich glaube, ich habe das mal gelesen, ja. Schöne Literatur, ne? Ja. Schöne Sachen dabei. Also gut, Herr Fleischer, können wir uns vielleicht auf etwas einigen? Wer von uns dreien zuerst UFOs sieht oder Aliens trifft, sagt den anderen Bescheid und nimmt sie mit. Ja, gut. Machen wir so. Sie legen mein Ehrenwort. Sie reden, Sie legen Wort für mich ein, wenn Sie an Bord genommen werden, ja? Sie werden der Erste sein, den wir mitnehmen. Ich bitte Sie darum. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Ist das warm mit den Brüsten? Ja.